Liebe Freunde, zurück bei Transportfieber, hier haben wir mal gespielt. Ich grüße euch, wir sind hier in Seaton, und zwar aus dem folgenden Hintergrund. Wir gehen hier mal die Postmod an, und zwar, dass wir hier mal ein Post Office reinsetzen. Ich hätte jetzt mal gesagt, das können wir hier unten tun. Diese irgendwie hier reinsetzen. Wir können die natürlich auch drehen und da ansetzen, das geht auch. So. Dann werden wir hier die ganze Post, die wir hier haben, dann hier hin. Ja gut, wir können die natürlich... Wo geht der? Der fährt... eigentlich da lang. Ja, runter, okay. Das wäre etwas den falschen Ort. Wir müssen hier hin. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen optimieren. Die Gleise ausbauen. Können wir wieder auf die 160er Gleise zugreifen. Dann gehen wir nämlich dem einfach hier rein, würde ich sagen. Normalerweise wäre das natürlich, wenn wir hier sogar noch runterkommen. Geht sogar. Wir sind viel zu weit unten. Ja, wird schwierig. Das wird hier wieder extrem schwierig. Den Bahnhof noch mal weg. Müssen wir eventuell noch ein bisschen verschieben. Müssen wir hier wahrscheinlich hinkommen damit. Also wir können da nämlich das Teil sogar verwenden. Hier mal 23. Jetzt gehen wir hier einfach dementsprechend ein bisschen weiter nach hinten. Also den so hier hinsetzen. Dann brauche ich hier aber die 80er km Straße wieder. Ja, ich habe zudem hier noch den Bahnhof ausgewechselt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass der irgendwie mit dem Flughafen sich nicht richtig verbinden lässt. Ich hoffe, wir haben jetzt dann auch hier mal wenigstens ein paar Leute, die auf den Flieger wollen. Das ist das Gleis wieder hier drüben. Eigentlich hier drin haben. So. Dann werden wir da dementsprechend dann einfach den Zug hinschicken. Demzufolge. Natürlich für die Post dann benötigen. Du kannst ganz ruhig hier warten. Du musst dann halt hier warten. Ja.
Da nehmen wir mal dieses Signal einfach weg. Also ich denke, das macht da jetzt nicht viel Sinn. Gut. Dann hoffe ich eigentlich, der ist hier noch, ja, der ist hier noch dran. Ja, mal schauen, ob wir hier dann auch mal noch Personen hinkriegen. Weil eigentlich sollte das jetzt klappen hier. Ja, weil der Zugang ist eigentlich gewährleistet. Mal schauen. Ja, immer noch null. Ja, ist irgendwie ein bisschen komisch, dass das nicht so funktioniert. Ja, die hat aber null Passagiere da. Schon etwas komisch. Eigentlich müsste das ja auch irgendwie laufen. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch hier mit dem Flughafen zusammen, dass da was nicht funktioniert. Kann ich mir jetzt aber nicht so wirklich ganz vorstellen, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, ob er hier sogar den dieses Teil kann man schon noch umstellen, aber das hat für den Flughafen jetzt eigentlich keinen Einfluss, hätte ich jetzt gesagt. Oder wir updaten den einfach auf den anderen. Ja, da haben wir eine Kollision. Ja, wenn das in ein paar Folgen nicht funktioniert, werde ich den abreißen und einfach einen Personenflughafen hinstellen. Weil ich nicht glaube, dass das ganze Mail hier dann hier auf hinten gar nicht funktioniert, ist ja auch Quatsch. Wie soll das ja auch funktionieren? Gut. Hier bräuchten wir mal noch die Linie. Beziehungsweise ist der ist sogar hier dran, da müssen wir nicht mal verbinden. Also wir brauchen hier in der Stadt diese Teile. Da würde ich jetzt gleich mal beginnen, den hier ersten irgendwo hier hin zu basteln. Den zweiten machen wir hier vorne hin. Hier gibt es hier oben noch einer. Hier mitten drin. Ja, das gefällt mir dann schon nicht. Machen wir den mal hier. Der andere machen wir halt ja, hier am Straßenrand irgendwo. Gut, dann müssen sie halt hier nach hinten und hier hinten kehren. Auch nicht so verkehrt. Sage ich jetzt mal. So. Dann brauchen wir hier noch eine Linie für die Post. Das wäre dann von hier. Geht er mal hier drüben lang. Dann soll er natürlich da runter, wo haben wir das? Da hier hinten. Jetzt hier hin. Jetzt fährt er überall ein bisschen durcheinander rum hier. Machen wir das von der Seite ausgehend. So rum. Schauen, ob es besser ist. Kann
Kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber ja. Hierhin. Gut. Ja, doch, ist schon etwas besser. Gut, das wäre dann Post. Sieden. Da brauchen wir hier eigentlich nur noch die Fahrzeuge, die wir hier kaufen. Hier nehmen wir, ja, wir nehmen hier mal die DHL, wir behaupten, oder UPS, können wir auch nehmen. Hier nehmen wir mal 10 Stück davon, weil ich weiß ja nicht, wie viel das hier dann ist. So, hier gibt es jetzt noch ein Zug, der dann ja, mit den Postwagen darüber düst. Das wäre dann der Postzug Helgoland Sieden. Wir gehen natürlich von hier, natürlich da unten hin. Und jetzt werden wir hier den Zug mal kaufen. Ich mache hier noch eine Speicherung, weil ich weiß nicht, welche Wagen hier funktionieren, welche nicht. Ich denke, das macht wahrscheinlich noch Sinn. So, ich muss da mal kurz was trinken. Gut, für den Postzug, da können wir jetzt mal Lokspocken, so in etwa die hier. Die sind genau gleich teuer. Nehmen wir natürlich die hier. Braucht die Wagen noch. haben wir hier? Ich weiß es nicht, was haben wir hier? Da waren sie doch. Sie Wagen. Können wir doch eigentlich diese hier nehmen. Lang bist du? 121, 200, 27 Meter. Auszug Helgoland. Ja, jetzt habe ich trotzdem nicht gespeichert. Ich habe es irgendwie gerade gemerkt. Werden wir dann gleich noch vornehmen. Dass dann hier wieder was schief geht. Mittelthurgau, okay. Ja, da funktioniert wieder was nicht. Auszug Helgoland. Also, wo ist ein Problem? Da hat anscheinend auch wieder irgendein Problem hier. Wieso fährst du eigentlich eingleisig? Das ist irgendwie auch ein bisschen falsch. Dass der eingleisig unterwegs ist. Kommst du hier nicht rüber? Doch eigentlich schon. Sollst hier eigentlich vorbeikommen? Hier kommst du rein. Hä? Du sollst da eigentlich zweigleisig unterwegs sein.
Also irgendwie hä? Was ist denn jetzt hier wieder mit der Linie? Nicht in Ordnung? Das ist ein Güterbahnhof. Das ist ja wieder komisch. Weil rein kommt er ja auch. Sollte der ja auch rauskommen. Wo ist jetzt hier das Problem? Da habe ich den wieder. Aha, ich habe den wieder ohne Strom gebaut. Ja, dann ist wieder logisch, dass es nicht funktioniert. So, und dann schon funktioniert das Teil nämlich. Ja, man sollte aufpassen, dass man das ja mit Strom baut. Sonst nutzt das Ganze nämlich nichts. Mal schauen, ob wir hier schon irgendwie. Die Post kommen wir hier noch nicht. Aber wir können noch mit dem Zug nach da hinten mitfahren. Auch wenn die hier noch unterwegs sind. Die haben die Linie noch nicht mal angenommen hier. Ist jetzt zumindest. Die Stadt Sitten hat die Post noch nicht angenommen. Sollte aber bald dann mal der Fall sein. Hoffe ich zumindest. Ja, Cockpit-Mitfahrt haben wir wahrscheinlich nicht. Nee, haben wir nicht. Wir fahren mit der konventionellen Ansicht mit. Noch zum Flughafen rüber. Dann sollte das zumindest schon mal funktionieren mit der Post. Hoffe ich jetzt mal. Wenn das, wenn der Flughafen schon nicht funktioniert. Jetzt müssen wir wieder warten. Den scheinen doch ein bisschen länger dauern. Zug sogar noch entgegen. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt doch schon einige Züge auf der Anlage drauf. Die Performance ist eigentlich immer noch relativ gut. Allzu schlecht ist es nicht. Kommen wir von dem noch rein? Jawohl. Kommen wir.
Ja, der muss sich ja jetzt anhalten, weil wir hier raus wollen. Hätten wir eigentlich auch anders bauen können. Aha, schaut hier, wir haben hier schon Post mitzunehmen. Also anscheinend funktioniert die Linie schon mal. Ja, es funktioniert sehr gut.